Bibelwiderspruch Nummer 76. Jesus heilte eines Hauptmannes Knecht. Kam der Hauptmann persönlich, um darum zu bitten? A. Ja, Matthäus Kapitel 8, Vers 5. B. Nein. Er sandte die Ältesten der Juden und Freunde des Hauptmanns. Lukas Kapitel 7, Vers 3 und 6. Antwort: Der Hauptmann bat Jesus durch die Ältesten. Wenn eine Geschichte in Kurzfassung berichtet wird, wie es Matthäus tut, dann beschränkt man sich auf das Wesentliche. Außerdem galt in biblischer Zeit: Der Bote steht für den, der ihn gesandt hat. Ein gutes Beispiel dafür ist Johannes Kapitel 4, Vers 1 bis 2, wo berichtet wird, dass Jesus taufte, obwohl er das nicht selbst tat, sondern seine Jünger, wie ausdrücklich vermerkt wird. Lukas will in seinem Evangelium stärker die Glaubwürdigkeit der Jesus-Geschichte für einen Nichtjuden herausstellen. Deshalb berichtet er die Details, die für einen Juden in Israel uninteressant waren.